Guten Tag für mich morgen, also guten Morgen. Ja, ich bin jetzt um 8:27 Uhr am Aufnehmen und jetzt ein bisschen frischer als die letzten Parts. Ich war so ein bisschen wahrscheinlich einfach so ein bisschen langsam am Reden, ein bisschen ja, ohne Energie. Muss ich unbedingt ja, eben am Morgen aufnehmen und jetzt kann ich wieder mal morgen aufnehmen. Ich habe mal wieder Zeit. Und ja, es ist Dungeon Time. Der Kar sieht übrigens sehr cool aus. Das Schild passt jetzt nicht ganz so, aber ja, das ist altägyptisch oder so. Richtig geil. So, also wir müssen zum ersten, das ist das Temporal. Ja, ich wieder mit dem Englisch. Temporal Sanctum, genau. Und ja, das ist einfach am schnellsten erreichbar. Ich hoffe, eine Kiste ist dort. Ja, es ist eine Kiste dort. Und für den Schlüssel und ja, wir machen jetzt einfach mal die Dungeons. So wie ich denke, ist die Reihenfolge gut für mich, oder? Dass ihr nicht warten müsst, nicht irgendwo viel rumlaufen sehen müsst und so Sachen. Weil ja, da habe ich natürlich mit diesem Charakter noch nicht gefunden. Und ich habe in den letzten paar Parts ein bisschen die Items einfach nicht so gezeigt. So, also ein Schwarmintelligenz, das habe ich glaube ich, oder ich habe es nicht, nein, ich habe ein anderes Bienen-Item gefunden. Und das ist eines, das danach noch dazugekommen ist, wo ich ja noch nicht gefunden habe. Der Grabstein des Schreibers ist sehr interessant für ihr Aura. Würde ich gerne mal spielen, aber ja. Muss noch ein tolles Bild sein oder einfach ein leicht spielbarer Bild. Verrückte Alchemistenlöffel gibt es jetzt momentan recht viele Builds davon. Scheint mega stark zu sein. Könnte ich machen. Aber eben dieser Charakter ist jetzt momentan wirklich der Charakter, den wir einfach brauchen und dass wir einfach weiterkommen. So, wir haben zwei Höhlen des Westens. Ich weiß jetzt nicht, wo der andere ist. Wahrscheinlich hier am Anfang. Der hat Legendary Potenzial. Ich würde gerne einen Gürtel hier haben mit Potenzial. Wo wir zum Legendary machen. Oder einfach einen, der. Ich weiß jetzt nicht, wo er ist. Es ist ein Buch, nicht eine Waffe. Also ein Relic. Mit drei. Ich weiß gar nicht, wo ich das hingetan habe. Das habe ich irgendwo hingetan, wo ich es eigentlich finden sollte. Ja, kann man das Ding irgendwie nachschauen? Eins, dann haben wir mal drei Legende. Wird nichts angezeigt. Wahrscheinlich hier hinten. Es muss irgendwo hier sein. Können wir gleich loslegen. Sieht eben nicht so aus. Das ist Set, die gehen ja nicht. Hier ist es wahrscheinlich auch nicht. Oder vielleicht ist es hier irgendwo. Ja, sonst machen wir einfach nichts. Also wir upgraden jetzt nicht auf Legendary. Hier haben wir zum Beispiel zwei. Aber das, ja, der Handschuh brauche ich überhaupt nicht. Weil ich habe ja jetzt ganz viele Exalted Items gesammelt mit guten Werten. Muss nur der richtige Typ finden. Ah, schade, das Buch wäre es ungefähr gewesen. Naja, also vorbereitet bin ich jetzt nicht gerade gut. Ist ja auch noch wieder morgen. Könnte hier gewesen sein, aber ich will jetzt nicht allzu lange suchen. Da, vier Legendary. Ich hab's. Wieso vier? Also das ist absolutes Endgame, oder? Also, ja, aber ich kann nur einen Wert. Ich brauche jetzt nur einen Wert. Nur ein Legendary-Potenzial. Also was nehmen wir? Den Speer könnte ich mal gebrauchen später. Irgendwie so Lust auf eine. Einfach eine Fackel. Mal upgraden, aber dafür brauche ich ein Zepter. Und wie heißt denn Erhaben, glaube ich, oder? Wo steht das? Da steht gar nichts. Also. Zepter. So. Das ist ein schweres Wort irgendwie. Wer hat das erfunden? Die alten Griechen. Physische Dienerschaden brauchen wir nicht. Nahkampf, Angriffstempo.
Soll ich das aufbrauchen? Weil, ja, ich werde jetzt nicht so Builds machen mit Szepter. Ich brauche den auf. Dann finden wir Soße hoffentlich recht gut wieder. Und dann können wir loslegen. So, ich würde es aufhalten. Also ich werde die Dungeons im Schnelldurchlauf machen, aber das Spiel will jetzt nicht unbedingt, dass wir so schnell vorbereiten. Also so genau wissen, was wir machen müssen. Ah, ich nehme immer die. Wo ist es jetzt? Ich sehe fast nichts. Es ist so dunkel. Wenn euch irgendwas auffällt, dass irgendwie das Spiel dunkler ist oder so. Irgendwie jetzt gerade dunkel. Ich mache mal heller. Mir. Ah, Nvidia, bist so langsam. Mach doch mal deine Apps, deine Systemsteuerung schneller. Ja. Wow, minimieren. Damit ich überhaupt etwas sehe, sonst kann ich ja für euch nicht Let's Play, wenn ich nichts sehe. Wenn es zu dunkel ist. Ah, noch der Schlüssel. Schlüssel. Das ist einfach so einer. Also. Also, in diesen Dungeons geht es ja um Zeitreisen. Das mache ich mit der Leertaste. Das müsst ihr noch einfach einer besser, also besser einstellen. Das glaube ich auf der E. Eigentlich auf der E. Skill. Auf der A oder so. Irgendwas. Und hier kommen wir nicht weiter. Was machen wir? Wir müssen Zeitreisen. So. Und jetzt müssen wir einfach Gegner besiegen. Und da wollen wir wieder Zeitreisen, wenn der Weg versperrt wird. Ich denke mal, ich gehe jetzt mal nach links unten, sonst gehe ich immer nach rechts oben. Und tue einfach wieder Zeitreisen und geht hier nicht durch. Okay. Tut dann einfach immer nicht. Passieren ein paar Tote, dann müssen die Gegner sich einfach angreifen können. Ja, wir gehen jetzt einfach nach oben. Nur ein blöder Gegner, der da. Wirbelwind-Gegner mag ich nicht. Also vor allem für Squishy-Beats sind die halt immer so unvorsehbar. Also man kommt einfach Schaden. Aber dieser Bild, der ist sehr dicke. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss jetzt echt auf Leben gehen und nicht auf Resistenz so extrem achten. Das ist ja Wahnsinn, oder? Ich bin jetzt auch schon Level 83, weil ich natürlich die linke Seite von den Echos, von den Monolithen gefarmt habe. Und ihr seht es, also es ist mehr als der Bild überhaupt Maximum hat. Dort steht rechts ist eine Tür gewesen. Ja. Okay. Hab nicht gesehen. Ja. Exaltete Waffen brauchen wir nicht, wir suchen den zweiten. Ich glaube, es gibt immer nur zwei. Also wir haben es gleich gefunden, irgendwo hier oben. Der, da ist ja nichts, ist kaputt. Wenn wir hier rüber gehen, ja, ist auch die Tür nicht, weil das neu ist. Also, nein, alt ist, ja, es geht ja erst kaputt. Genau, hier ist es. Sehr gut. Und das sind, glaube ich, zwei Ebenen, könnten auch mehr manchmal sein oder so, bis der Boss kommt. Exaltete Amulette, das ist doch etwas Nices. Der Bild sagt, ich brauche nur ein rares Amulett, aber ich habe, glaube ich, sogar ein besseres Amulett. Glaube ich auch ein besseres. Also der Gürtel ist besser, weil er im unendlich Wutbild macht. Hat der Bild auch, wenn er gute Ablenkzeiten noch so hat, ist er eigentlich gut. Spielbar auch ohne diesen Gürtel, aber der hat so gute Resistenzen. Und ja, Rüstung hat er auch noch. Und dieser Ring ist, glaube ich, besser, weil einfach der Bild jetzt nicht optimal zeigt, oder? Also der zeigt nicht die optimalsten Items, die möglich sind. Es gibt andere Builds, die das machen. Aber dieser Build nicht. Unten in der Videobeschreibung habt ihr den Link übrigens, könnt den Build eigentlich easy nachmachen. Es ist wirklich easy, aber ich brauche da ein easy Build, damit ich euch wieder Content bringen kann. Ohne so mega viel farmen zu müssen, Zeit investieren zu müssen. Das könnt ihr als Spieler natürlich, es ist überall zu, ja schon machen, ihr macht es ja für euch, ihr farmt ja für euch, oder? Ich als Let's Player und baldiger wieder Livestreamer habe dann einfach umso weniger Zeit, weil ich natürlich auch nicht gerade so viel Zeit bekommen kann, so viel zu spielen, oder? Das ist
In einem Livestream geht es, aber wollt ihr das auch sehen, die ganze Zeit das Gefarme? Oder ist es euch besser in Videoform und dafür geht es halt einfach ein bisschen länger, bis ich da wieder ein bisschen weiter bin? Das ist so die Sache, das müsst ihr ja, für mich ein bisschen managen. Also, es soll für euch recht sein und nicht für mich. Aber ihr wisst wahrscheinlich eben, ich bin wirklich sehr viel beschäftigt mit Arbeit, Haushalt und so. Ich tue für 5 Leute Haushalt machen, weil die nichts können. Die machen nichts. Sie verweigern alles, oder? Und ja. Bin halt auch noch der Koch und bin dann eigentlich abends sehr müde nach dem Sport und nach dem Mord, nein, nach dem Kochen. Und ja, ich bin eben krank, ich habe Nervenkrankheit, dass die Nerven manchmal schon ein bisschen zu sehr angestrengt und plagen mich oder schmerzen oder machen mich müde. Dann sowieso die vielen Freundschaften, die ich habe. Es will immer jemand mit mir irgendwo hingehen. Heute jetzt zum Beispiel auf einen Berg in der Nähe, wo ein Dorf ist, Hochwald. Der Wald, der ganz hoch ist. Und jo. Dann halt einfach auch, dass ich einfach viel für euch mache, also farme, teste, ob es funktioniert. Momentan ist es immer noch nicht ganz stabil, dieses Spiel, das haben so viele Leute, dass sie ab und zu Abstürze haben. Für einen Spieler, der kann das Spiel wieder starten oder den PC kurz neu starten, damit das Spiel wieder mehr Freiheiten hat. Puffer. Nicht öfters abkürzt oder greased dann. Und so Sachen, aber ein Let's Player, der muss halt dann wieder alles einstellen oder so. Jo. Programm starten. Also das Aufnahmeprogramm starten und kurz testen, ob alles funktioniert. So Sachen. Ich habe jetzt zum Beispiel das Problem, dass mein Mikrofon immer auf Muten ist, wenn der PC gestartet wird. Das nervt mich so, die ganze Zeit zu schauen, ob ich gemutet bin oder nicht. What the fuck machen denn diese Entwickler ständig falsch? Wieso stellen sie Sachen um, die man gar nicht braucht? Ist das, der Boss? Also jetzt müssen wir unbedingt Zeit reiten. Das letzte Mal habe ich das fast ein bisschen vergessen. Immer Zeit reiten. Wo ist er jetzt hin? Ah, muss noch mal wissen. Okay, ich verstehe es. Aber wir haben ja das letzte Mal geschafft. Ihn. Also sie. Nein, ich muss... Aha, das geht gar nicht. Ich muss hier also... Ist jetzt tot? Ich verstehe den Kampf nicht gut. Also es passiert einfach zu viel auf einer irgendwie. Sternenuhr, das habe ich schon. Ohne Legendary Potenzial. Das wäre vielleicht für ein Bild irgendwie sehr gut. Boah, schon wieder so viel. Diener LP. Ja gut, der Rest nehme ich mit. Kritische Zeit nehme ich mit. Gut, wir haben es geschafft, T1. Wir machen in einer der nächsten Parts T2. Also so, weiß ich nicht, alle. 3 Parts oder im Livestream einfach das Leveln, oder? Und jetzt muss ich hier wieder rüber. Es ist ein bisschen kompliziert, wenn man das nicht so macht oder das erste Mal. Und ich muss jetzt einmal versuchen. Hä, wieso brauche ich 4 Unsealed? Wieso? Geht das dann runter? Okay, dann geht's nicht. Dann machen wir das jetzt mal nicht. Aber es würde dann einfach natürlich diesen lila Start-Dead unten bei den Bonis würde dann hier drauf kommen. Weil wir ein Legendary Potenzial haben. Wenn wir 4 hätten, würden wir 4 bekommen. So, jetzt muss ich das irgendwo hin tun. Ich mache das mal hier hin. Da habe ich sogar Sachen, die ich wirklich nicht brauche. Ja, das brauche ich schon. Ja, den Wolf beschwören so hoch. Also das muss ich. So ein Tod. Mache ich die mal hier hin, bei den Idolen. Ja. Passt nicht so gut, aber
So, und noch ein paar Sachen weglegen für den nächsten Dungeon. Jetzt, ja, geht eben nicht. Also jetzt müssen wir wieder zurück. So, jetzt zum nächsten Dungeon. Der nächste Dungeon, habe ich so das Gefühl, möchte ich einfach der... Ja, wie komme ich jetzt wieder zurück? Hier raus, geht nicht. Hier geht auch nicht. Portal, genau. Jetzt gehe ich einfach in dieses diesen Hafen. Lichtlosen Hafen wahrscheinlich auf Deutsch. Mal eine Frage, wenn man eine Fähigkeit. Diese Anfänger fragen immer. Ist natürlich klar, dass die eher die Fragen stellen als die Leute, die schon ein bisschen spielen. Dankeschön, dass du so lange ladest. So. Darf ich noch mal lesen kurz? Das ist etwas, was ich jetzt einfach noch nicht so viel gemacht habe. Also den Stab habe ich ja schon für ein Bild verwendet, aber ich habe eigentlich immer Maximum Rites beschwören können, Gespenster. Lichtlosen Hafen. Kann man das nicht irgendwie, ja, ich will Dungeon gerade finden? Ich muss einfach ein Symbol finden. Das ist Seelenfeuer, Bastian. Das machen wir dann anfangs nächstes. Das lichtlose Gehölz, okay. Ist kein Arbor. Arbor ist nicht Ding, es ist Harbor oder Port oder der Hafen, ja. Okay, es ist ein Gehölz. Kann leider die Frage jetzt nicht sagen, er hat irgendwas geskillt, was ihm nicht erlaubt, 14 Gespenste zu machen oder so. Zurück. So, das habe ich jetzt eben schon ziemlich lange nicht mehr gemacht. Also ganz genau weiß ich es nicht, wohin. Wenn ich jetzt gerade nicht aufnehme, ich tue alle Fragen beantworten, also mit ihm schreiben, so gut wie es geht, lösen oder. Meistens bin ich eben dann am Farmen oder sonst irgendwas. Dann schreibe ich meistens, solange ich nicht in einem Kampf bin. Oder sonst einfach später. Schreibe ich jemandem Hilfe immer. Das machen auch andere natürlich, aber ich habe immer so das Gefühl, ich kann es einfach am komplettesten sagen, so dass der Fragesteller natürlich genau weiß, was er machen muss. So, du kannst da bis zu 14 gehen. Ich glaube, ich will hier noch. Bis zu. Davon kommt. Aha, also der Stab sagt einfach 14 Gespenster extra oder so. Und Maximum 18. Okay, nice. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man zu viel oder zu schnell castet, dass die restlichen verschwinden. Aber irgendwie. Ja, wenn man es eben nicht gerade so viel macht. Also lichtloses Gehölz, genau. Der Schlüssel fehlt. Das sind diese dunklen Schlüssel. Wo sind sie da? Gut. Also lass mich mal rein. Hey, da habe ich zwei dran. Ah, das ist ab Level. Okay. Das ist irgendwie Level, also machen wir T2 natürlich. Ist genug leicht, hoffentlich. Sonst sterben wir halt. Und das ist genau das Licht. Also jetzt müssen wir so große Gegner töten. Fackeltürgegner und müssen jetzt zuerst mal noch finden. Die leuchten sehr schön. Was sind das die? Weiß jetzt nicht genau, wo sie sind. Also wir haben hier oben, genau da die. Diese ja, Licht-Sonnenelementare. Und wir müssen einfach genug Licht sammeln, das ist da unten. Okay. Jetzt haben wir zum Beispiel 100, geht nicht mehr, oder müssen wir mehr von diesen Lichtelementaren töten. Damit wir dann beim Boss natürlich auch ein bisschen einsetzen können, ist wahrscheinlich auch die Leertaste. Oder wenn es einfach runter geht. Oh, das ist ein rot. Also wenn es so dunkelrot ist, ist es wahrscheinlich noch stärker, als wenn es nicht so durchgehend, also ein bisschen blasser rot ist, oder? Geil, geil, geil. Also es macht wirklich mega viel Spaß, das Spiel zu spielen. Trotz eben Farming. Ich weiß, für viele Leute ist Farmen schwer. Aber ja, es geht nicht über 100. Oder? Was ist, wenn wir jetzt das machen? Es bleibt dort.
Klinge. Also, und ich denke, die Dunkelheit macht vielleicht auch Schaden. Oder man sieht einfach gar nichts. Man sieht nicht mal mit den Gegnern aus, diese Lichtelementale wahrscheinlich. Und so weiter. Für 12 Zauberschaft Toten. Hätte ich fast liegen gelassen. Aber ich denke, solche Bonis wie zum Beispiel 12 Schaden für Totems ohne Prozent droppen wahrscheinlich nur hier. So, was gibt's hier für einen Boni? Exaltete Waffen. Immer das schlecht am Anfang. Ich brauche keine Waffen, ich habe eine Set-Waffe. Ich brauche keine exaltete Waffen. Für diesen Beet, für andere Beets natürlich schon, aber dann gibt es ja wieder Lagerprobleme und so weiter. Ich konzentriere mich jetzt momentan nicht. Abzeichen hier um diesen Bild. Und die Bonis und so. Items für diesen Bild. Und dann mache ich längere Zeit wahrscheinlich einfach einen anderen Lootfilter von einem anderen Bild rein und farm dann die Items. Dass wir ein bisschen schneller mit einem neuen Bild danach wieder sehr gut sind. Es macht einfach mehr Spaß im Endgame. Jetzt müssen sie wirklich am 17. Februar, glaube ich, oder am 21. Februar, genau. Müssen sie einfach den Endkonten wirklich erweitern, oder? Sicher ist das hier hin. Ja. Genau. Cool, also man weiß sofort, was man eigentlich machen muss. So. Und dafür habe ich jetzt 4 von diesem Zeugs abgegeben. Jetzt habe ich 6 und 90. Also hier ist scheinbar nichts. Kommt auch nichts, keine Belohnung. Und die Dungeons sind auch so motivierend. Also ihr seht es jetzt gerade, man muss ein bisschen rätseln, man muss ein bisschen den Weg suchen, man muss Gegner töten, die richtig cool sind. Also man sieht jetzt kaum die Gegner, da muss ich einfach noch ein bisschen mehr T-Level haben. Den T3 wird schon ein bisschen zu schwer sein. Aber, jo, wenn ihr da ein bisschen einen schwächeren Charakter habt, dann seht ihr das auch, dass die Gegner nicht. Jo, innovativ sind und ein bisschen Taktik brauchen. Pass zu erhalten. Ich glaube, das brauche ich, aber da brauche ich einen zweiten Boni, der besser ist. Das mache ich jetzt nicht so mit dem. Ja, ich sehe, dass ich gar nicht so mehr quer. Ich muss eher senkrechte Idole irgendwie haben. Also die Queren gehen weg und senkrechte mit. Ja, diesem Totemschaden, Boni und Castgeschwindigkeit für Totems oder für Minions glaube ich auch noch. Ich kann euch sagen, der Beet wird sich noch stark verstärken, stark verbessern können. Also ihr braucht nicht bestimmte Unix, also das Schild oder das, ja nicht ein Unix, ein Erhabenes. Legendärtal. Die heißen einfach also Exiled. Von Exiled. A Time Worn Item heißen sie, glaube ich, oder? Irgendwie so ist das aber. Ja. Time Worn ist irgendwie zeitgewebt oder so. Zeit verdreht. Worn. Worn ist ein englisches Wort, das ich eigentlich nie hörte. Sonst. Ich bin ziemlich gut geworden im Englisch, aber flüssig und grammatisch ist es noch nicht so gut. Aber ich weiß wenigstens, was die ja, Wörter heißen, meistens. Nicht so bei Arbor, aber der Arbor, das sagt auch niemand irgendwie. Wie soll man das wissen, wenn es niemand sagt? Dickicht. Oder vielleicht auch ein bisschen etwas anderes und die Übersetzung ist aber nicht richtig korrekt. Aber Arbor habe ich sonst in einem anderen Spiel oder so. Es sind echt viele Gegner hier. Ja, ich will immer ins AOE reinlaufen, damit ich ein bisschen Schaden bekomme wenigstens. Aber weißt du, man heilt sich halt schon extremst in dem hier. Und deshalb muss man einfach das Leben erhöhen und Schaden deinem Augenblick. Ich nehme zu viel mit und kann es nicht so realisieren, ob es jetzt wirklich braucht oder nicht. Aber es sieht halt immer sehr schön aus. Ich muss halt mitnehmen. Deshalb nehme ich es.
so hohe Werte. Ich habe ja vorher noch einen Item gezeigt mit Minion Zauberschaden bei 260 ungefähr. Das sind einfach diese Werte, die so gigantisch groß sein müssen fürs Balancing scheinbar. Gar nicht mal so balanciert sind. Einfach nur krass sind. Ich denke, es könnte sogar ein bisschen zu schwach sein noch. Nein, also Minions sind schon genug stark. Das sind so mega hohe Werte. Jetzt momentan ist ja dieses Judgment oder so. Bin ich jetzt gerade wieder wunder, wie das heißt. Judgment, genau, nicht Judgment, sondern Judgment. Sehr beliebt, aber es ist auch ein Nahkampfbild. Ich traue mich da nicht so rein. Manche Gegner haben immer für Nahkämpfe einfach viel zu viel Volumenschaden, die sie machen. Ist nicht so leicht spielen. Da müssen sie so unbedingt ein bisschen alles verstärken bei Nahkämpfen. Außer bei Rife oder bei Harvest und so. Also zerreißen und ernten ist es auf Deutsch. Aber ich muss unbedingt mich angewöhnen, alles auf Deutsch zu sagen, jetzt wo ich Deutsch spiele. Ich lerne es auf Englisch und habe es im Spiel auf Deutsch. Und das ist für euch und für mich auch ein bisschen komplizierter dann. Sonst, ja, schreibt mal in die Kommentare, ob ich eher auf Englisch alles sagen soll. Dann manchmal nicht weiß, wie es auf Englisch heißt. Oder ob ich es eher rein deutschen soll und ihr übersetzt es einfach, wenn ihr es nicht wisst. Das ist vielleicht für euch auch ein bisschen einfacher. Auf jeden Fall mag ich es nicht, wenn auch ja, Let's Player und Livestreamer dann immer englische Ausdrücke haben. So, schon wieder exaltete Waffen. Was wollen die da? Widerstand. Muss ich nicht mitnehmen. Wie physisch Widerstand? 222. Sie ja nicht wirkt, aber durch die Penetration, glaube ich, durchgeht. Oder? Der Gegner hat je nach Level und Stärke, Corruption und so, Penetration und da müsst ihr einfach mehr haben als 75, sonst kommt ihr dann plötzlich 100% Schaden auf Nummer. Ja, der Dungeon zieht sich ein bisschen, aber das Spiel ist noch nicht abgestürzt. Ich bin sehr, sehr glücklich. Nein, es ist gerade kurz wieder ein paar Parts gewesen. Da irgendwie, ja, das Spiel dann einfach überlastet ist. Je nachdem, was ich mache, also wie ich einfach irgendwas eingestellt habe. Aber ich war jetzt endlich mal im BIOS, der hat sich nie geöffnet. Wenn ihr den BIOS an einem PC nicht öffnen könnt, weil er einfach viel zu schnell ladet, dann ist das qualvoll, oder? Einfach zusätzlich Exile da, okay, schön, cool, nehme ich natürlich. Und dann ist das Spiel auch, oder ein anderes Spiel oder ein Programm überlastet. Weil ihr einfach alles anschalten müsst. Also das Problem war, ich habe ja den PC in Reparatur gehabt im Januar. Ja, im April, sorry. Und habe dort gesagt, sie sollen das wieder aufsetzen, so BIOS wieder neu starten und so. Und das haben sie gemacht, sie haben alles ausgestellt. Und ich musste einfach diese Boosts, zum Beispiel CPU-Boosts vor allem und so, wieder anmachen, damit die Grafik... Die macht nichts. Oder? Ja, ich bin nur kurz gewesen. So, da angewurzelt. Und... das hat halt einfach den CPU so heiß manchmal gemacht, dass es einfach nicht gerade so gut fürs Spiel war. Ich habe es ja gesagt, es ist zu heiß und es gibt diese Bluescreens noch gehabt. Das habe ich immer mehr gelöst und ja, dann im September oder Oktober dann wieder kurz gehabt. 2 Tage, weil CUDA-GPUs bei GeForce an war. Schaltet das aus, wenn ihr GeForce habt. CUDA-GPU. Was ist das eigentlich für ein... Wenn ich jetzt hier Licht mache, ist der AOE-Angriff dann weg? Ich muss die töten, stimmt. Ist ein bisschen zu spät. Ah, das muss angezündet werden, kann das sein. Ich kenne den Bosskampf jetzt echt nicht mehr. Kann ich nochmals casten hier drüben? Ja, ich habe ihn wieder hingesetzt auf den Kopf.
Kann ich jetzt Schaden machen? Nee, Spam nicht jetzt. Ich will weitermachen. Ja, was muss ich denn machen? Ich muss einfach mehr noch diese Teile. Okay, ist schon noch fertig. Ja, er hat Schaden bekommen, okay. Also wir müssen einfach ein bisschen hier bleiben jetzt. Diese Sachen töten. Die Ranken jetzt dann kommen. Komm schon. Okay. Bin ich wieder falsch? Es lässt sich nicht so blicken, ne? Da kommt wirklich kein Schaden. Und ich habe einfach keinen Bewegungskill. Diese Stunts nerven einfach damit. Da unten? Ne, das ist nervös. Ja, der Bosskampf, der tut sich jetzt gerade irgendwie. Ich muss irgendwelche Tentakel rauslocken. Ich muss ihn hier jetzt töten. Ich irgendwo noch Tentakel, also mach den mal die andere Seite. Schön mal reinlaufen, genau, der Bild will es ja. Also probieren wir hier nochmal aus. Ja, ja, jetzt kommen sie wieder. Kommen sie doch neben mir rechts. So, jetzt ist er tot, weil wir zweimal sozusagen die Hälfte des Lebens. Wir haben ihm keinen Schaden zugefügt. Wir haben. Wir haben ihm nur zweimal. Oh, geil. Ui, geiler Kampf mit dem Herzen. Müssen wir jetzt nochmals zurück um ihn töten? Gut, schaffen wir gut. Aber ein Bild ohne Bewegungs. Allerdings schon ein bisschen härter. 13, brauche ich nicht. Dann verkaufe ich kurz. Schon wieder so viel die LP. Nehme ich jetzt nicht mehr mit. Nehme ich auch nicht mehr mit. Also die Sache ist, ich will noch so ein Blitzwolf-Bild machen. Dann brauche ich schon die LP. Aber das kann ich hier wahrscheinlich schon viel besser fahren. So, und jetzt hier könnte man noch etwas klappern. Da geht es dann weiter raus. So. Füge eine Truhe hinzu, die mehr exaltete Gegenstände enthält. Kostet ja nicht viel. Nehmen wir. Füge eine zufällige Truhe einen einzigartigen Gegenstand hinzu, den möchte ich haben. Glyphe abnehmen. Fügt alle Truhen einen zusätzlichen Setzgegenstand hinzu. Ist zwar teuer, nehme ich aber. Okay. Verdreifacht jede Truhe können wir uns nicht leisten. Viel zu. Oh. Verdoppelt alle einzigartigen Gegenstände, alle Truhen. Machen wir nicht, das darf zu teuer. Verdoppelt jede Truhe. Ja. Ich will einfach einzigartige Gegenstände mal ein bisschen haben in einem Dungeon und so. Vielleicht gibt es neue, ja, es gibt sicher neue Gegenstände und so. Ding auch nicht. Ich sammle zuerst Geld. Exaltetes Relikt. Könnten wir eigentlich gebrauchen. Nehmen wir. Und eben, da könnt ihr so viel Geld verplempern, aber. Holt euch zuerst einen Lagerplatz. Okay, nehmen wir das mal. Nein. Verdoppelt zu werden. 20% ist zu wenig für so viel Geld. Ich will so viele Gegenstände haben. Aber das ist zu teuer. Okay. Ja, das ist also. Also 40.000, also da findet man so viel. Ja, immer diese Warnungen. Ist ja klar, dass man das nicht zurückbekommt. Okay. Ja, wow, aber ich habe zweimal Unique. Und dann ist man schon noch Unique. Eben, es ist nicht viel wert. Also ihr müsst wirklich viel Geld sammeln können, dass es wirklich sich lohnt. Wie viel Geld habe ich ausgegeben? Ungefähr 100.000.
16 Stärke, das könnte ich vielleicht mal gebrauchen, das nehme ich. So, erweiterter Bereich habe ich auch gesehen. Ah, da ist ja noch ein Ring. Okay, habe ich doch zwei Onyx bekommen. Hat es wahrscheinlich nicht angezeigt, aber wir sind zu sehr getarnt. So etwas im Bereich gibt es viele Builds, die das vielleicht benötigen, aber ich sage jetzt nicht, dass ich es brauche, um es jetzt schon zu lagern. Ja, schade, dass es nicht ganz so ja, lohnenswert war. Natürlich, wir haben zu wenig Geld investiert, klar. Und ja, probiert es einfach aus, ob es euch liegt, ob es sich für euch lohnt. Für die meisten, die hier wirklich Hardcore spielen, natürlich nicht mehr. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel wie ich den ersten Part, also das erste Mal es wirklich mache, richtig, oder das zweite Mal eher, aber lohnt es sich vielleicht noch, wenn wir einfach mehr Geld hätten, wenn ich nicht so viel Geld ausgeben würde. So, Ladezeiten sind jetzt heute Morgen wieder ein bisschen länger. Sie haben es ein bisschen gefixt am Abend oder so meistens. Aber ja, was baut man denn eigentlich immer so im Gehölz drin? So weit weg vom Portal. Ja, ich hoffe 1.0 ist dann wirklich ziemlich fertig. So etwas nicht mehr passiert. Gut, leider ist es schon ein bisschen überzählig. Also ich habe gerne unter 30 Minuten dann die Hochladezeit, Verarbeitungszeit. Nur die Verarbeitungszeit einfach dann mega multipliziert wird. Oder? Das ist viel zu auf. Es geht einfach viel zu lange. So, im nächsten Part werden wir dann diese Bonefire Bass Bastion machen. Also Knochenfeuer. Können Sie mal schauen, wie das heißt. Ist die Kiste. Und dann gibt es noch einen vierten Dungeon. Jetzt habe ich jetzt irgendwas nicht im Kopf. Welchen Dungeon habe ich jetzt nicht im Kopf? Also sagen wir mal Seelenfeuer Bastion. Also das Hohn ist einfach eine Seele geworden. Okay, Knochen ist eine Seele geworden. Lichtloses Gehölz haben wir gemacht. Und Arena-Schlüssel können wir dann auch irgendwann mal machen. Ist aber, glaube ich, noch ein bisschen zu schwer. So, dann haben wir im Arena-Schlüssel noch. Also nur drei Dungeons? Oder bin ich jetzt gerade irgendwie auf dem Schlauch? Es gibt vier Schlüssel, aber drei Dungeons? Kann das sein? Wegen der Arena? Und Arena 2? Also die zwei Schlüssel. Temporal im Sanctum haben wir gemacht. Ja. Okay, ja. Ich hätte gerne eben noch einen Dungeon, deshalb habe ich gedacht, es gibt noch einen Dungeon. Aber ja, scheinbar nicht. Schade. Also dieses Geschrotte hier. Kaufen das eigentlich auch. Das ist sicher besser. Der eigentlich auch. Der schaue ich mal noch kurz nach. Das haben wir gut. Schnell gemacht. Ja, er sieht schon aus. Was hätten wir da? Okay. Dann tue ich den. Yes. Den Olden. Ja, und im letzten Part haben wir noch die zwei Gegenstände gefunden, die ich jetzt unbedingt irgendwie mal zu einem Bild machen will. Was soll ich eigentlich? Okay, ich muss den Part jetzt beenden. Das ist 70. Sehr schlecht. Gut, also dann. Dankeschön und vielleicht kommt heute ein Livestream. Ich bin froh, dass es jetzt gerade nicht abstürzt. Also wahrscheinlich kommt ein Livestream nach dem Part. Also schaut am besten den Part zuerst. Und ich freue mich, wenn ihr in den Livestream kommt. Ich kann gerne euch ein bisschen ja, unterhalten, ein bisschen reden mit euch, Tipps geben. Gut, wir können zusammen spielen und so weiter. Gut, dann Dankeschön und bis das nächste Mal vielleicht, ja, wenn ihr Lust habt. Hat Spaß gemacht. Tschüss.